Am vergangenen Wochenende konnte der HSV feiern. Deutlicher Derby-Sieg beim FC St. Pauli in der zweiten Liga mit 4:0. Jetzt können sie feiern, denn einige ihrer Spieler haben bei uns im Marktwert-Update der zweiten Liga ein großes Plus bekommen. Allen voran Orel Mangala, der geht hoch von 4 Millionen auf jetzt 5,5 Millionen Euro. Ist ja nur ausgeliehen vom VfB Stuttgart. Und die haben gesagt, zumindest der Ex-VfB-Sportvorstand Michael Reschke, dass er auf jeden Fall zurückkommt nach Stuttgart und der HSV ihn nicht bekommt. Aber jetzt ist ja Hitzelsberger der neue Sportvorstand. Vielleicht hat er andere Pläne und Mangala kann beim HSV bleiben. Ebenfalls hoch geht es für Sebastian Andersson, der eine starke Saison spielt, wie er ohnehin Union Berlin insgesamt. Er kam im Juli 2018 vom 1. FC Kaiserslautern, hat jetzt in der zweiten Liga 25 Spiele, 10 Tore und 3 Assists. Der Lohn rauf 1,75 Millionen Euro ist der nun wert. Ähnlich gut, auch eine Liga hochgekommen, ist Sven Michel mit Paderborn aufgestiegen, hat jetzt in der zweiten Liga in 17 Spielen 14 Torbeteiligung. Der 28-Jährige verbessert sich um 23,1% auf 800.000 im Marktwert. Daniel Buballa hat im Derby am Wochenende verloren, aber er hat seinen Vertrag beim FC St. Pauli verlängert bis Juni 2021 und spielt abseits des Derbys eine gute Saison. Der Linksverteidiger geht hoch auf 750.000 Euro. Und dann gibt es auch noch eine Verbesserung für Emmanuel Ioa. Der ist ausgeliehen von Fortuna Düsseldorf. Letzte Saison schon per Laie in Osnabrück eine gute Saison gespielt. Jetzt bei Erzgebirge Aue. 9 Torbeteiligungen in 21 Spielen. Dadurch geht es rauf um 40% von 500 auf 700.000 für Ioa. Wenn es Aufwertungen gibt, klar, auch in der zweiten Liga gibt es Abwertungen. Und da erwischt es drei relativ prominente. Angefangen mit einem, der eigentlich bis zum Winter ein Erstligaspieler war. Jetzt ist er in der zweiten Liga gelandet. Die Rede ist von Florian Kainz. Der ist von Werder Bremen zum 1. FC Köln gegangen. Sein Marktwert geht jetzt runter von 4 Millionen auf 3 Millionen, weil nach nur 8 Spielen in der ersten Liga bei Bremen jetzt nur 6 weitere in der zweiten Liga bei Köln hinzugekommen sind für den 26-jährigen Österreicher. Ebenfalls runter geht es für einen prominenten HSV-Innenverteidiger, der 27-jährige Grieche Kyriakos Papadopoulos geht runter auf 3 Millionen, liegt aber auch daran, weil er aufgrund eines Knorpelschadens wahrscheinlich erst Mitte April wieder eingreifen kann. Noch kein einziges Spiel bestritten in der Saison 18-19. Sollte er wieder zum Einsatz kommen, ist er ein Kandidat für dann wieder ein Marktwert-Update. Und auch für ihn geht es runter. Beim FC Ingolstadt läuft es alles andere als gut. Auch ein Grund ist die Form von Lucas Galvao, dem brasilianischen Innenverteidiger. Der wurde noch hoch gehandelt, als er im vergangenen Sommer für 2,4 Millionen von Rapid Wien kam. Jetzt geht sein Marktwert von 2 Millionen runter auf 1,5 Millionen Euro. Nur 9 Einsätze in der zweiten Liga für ihn. Also einige gehen runter. Es ist aber natürlich wieder die Frage, wie sieht denn eine mögliche Formation aus mit den besten Gewinnern in diesem Marktwert-Update? Natürlich gibt es das auch für die zweite Liga. So sieht's ja aus. Die Mannschaft aus der zweiten Liga, die ihren Marktwert positionsbezogen am meisten verbessert hat. Paul Grave, der geht von 0 auf 100.000 rauf. Einziger Torhüter mit einer Marktwertverbesserung. Dann in der Abwehr zwei Unionsspieler. Starke Saison beim Tabellendritten. Hübner und Friedrich dazu. Wanjoman aus der HSV-Jugend geht auch 350.000 hoch. Genau wie der ebenfalls in Hamburg spielende Duziak. Der spielt bei St. Pauli eine gute Saison. Im Mittelfeld zwei HSVer. Bakary Yatta 750.000 hoch. Und Orel Mangala. Jetzt mittlerweile schon bei 1,5 Millionen plus auf 5,5 Millionen raufgegangen. Tek Petay vom starken Aufsteiger Paderborn ebenso dabei. Und vorne der Kieler Janni Serra, der seinen Vorgänger Marvin Ducksch vergessen lässt mit 24 Spielen und 10 Toren. Der 20-Jährige richtig gut, geht auch hoch auf 3 Millionen und ebenfalls eine starke Saison. In Heidenheim spielt Robert Glatzel, der Mittelstürmer, der vorher eigentlich nur bei zweiten Mannschaften von Kaiserslautern oder auch 1860 gespielt hat. Er geht hoch auf 2 Millionen Euro mit seiner guten Saison bis hierhin 11 Tore erzielt. Und der Gesamtmarktwert dieser 11, 21,1 Millionen Euro. Der Zuwachs 7,15 Millionen Euro. Das ist sie, die Marktwert. Marktwertbezogene, positionsbezogene beste Ligamannschaft aus der Bundesliga 2.